Ja, hallo und herzlich willkommen zu einer weiteren Folge unserer Die Dosa 7 Days Serie. Und ja, die letzte Horrornacht haben wir gut überstanden. Hier haben wir noch eine Menge Zeugs drin, was wir verkaufen können beim nächsten Händlertag. Das ist Tag 16. Wir haben noch kein Schild, wir müssen noch ein Schild aufhängen. Und wo wir gerade dabei sind, wir müssen wieder 7 Sachen hier einloggen, dass die nicht verrutschen können. 8 und 9 ist über 7. So, hier kann ich jetzt hier auch sortieren, drücken, wie ich will. Da verschiebt sich nichts mehr. Und ja, wir haben noch eine Quest offen. Tag ist schon ein bisschen wenig im Laufen, weil ne, das war Hornnacht beim letzten Mal, als wir hier waren. So, und dementsprechend, ne, sind wir noch bis ins Morgengrauen hier beschäftigt gewesen mit Hallo Teddybär. Dings da, Bumsa, Loot einsammeln. Der Teddy ist genau auf unserer Route, die wir da hinnehmen müssen, um zu einem POI da zu kommen, den wir machen sollen. Dann fahren wir halt außen rum. Da war sowieso noch eine Spinne, da habe ich gerade keine Lust zu. So, ich hoffe, das funktioniert. Ich würde ja auch über das Grundstück hier fahren, aber ich glaube, das kommt nicht ganz so gut. Neben dem Laden vorbei. Neben dem Laden vorbei. Da müsste eigentlich funksnuckeln, müsste da eigentlich. So, erstmal gucken. Das ist wahrscheinlich. Ja, wir hatten uns einen gemoddeten PY ausgesucht. So, dann lassen wir hier eben in den Zeitungsständer gucken. Da gibt es Papier drin. Da gibt es Papier drin. Und da gibt es Papier drin. Yay, Paperboy Income. Ja, du kommst sowieso nicht über die Railing drüber. So, dann gucken wir mal. Ach ja, das, wo wir gerade drauf zusteuern, ist ein fetter Tier 5 Komplex. Der ganze Block da, wo wir gerade drauf gucken, ist ein großes POI-Ding. Da Ding dauert lange, um da durchzukommen. Aber das sind auch, das ist relativ easy. Ist nicht viel los da drin, ne? Aber eine Menge zu looten und hin und her zu rennen. Naja, aber das, so weit sind wir ja noch gar nicht. Wir sind jetzt erstmal hier dran, ne? Ein bisschen laggy hier die ganze Zone erstmal hier einladen. Hier die ganzen Zombies am Laden und so was, die in der Umgebung hier rumhausen. So, aber hier müssen wir rein. Das ist ein Raum voller Zombies. Mehr ist das wahrscheinlich gar nicht. Du gehörst nicht zum PY, du bist ein wandernder Zombie, wa? Nicht lange fackeln. So, hier, wir müssen uns natürlich erstmal hier, weil neue Stadt und neue Händler und so was. Oh. Müssen wir uns erstmal durch die ganzen Tiers wieder durcharbeiten bei den Quest-Händlern. Irgendwas. Göttchen, da sind, haben wir jetzt eine wandernde Horde hier erwischt oder so, aber ich aufgeschreckt, keine Ahnung. Mal gucken, dass wir nicht aus dem POI-Gelände rauslaufen. Dann gib mir mal die Knarre, dann muss ich das wieder. Dann bleibt jetzt schon wieder überall hängen. Hier. Hör ich da noch einen Flatter-Flatter-Bird? Der ruft mich sofort auseinander, wa? Oh ja. Hab ich denn jetzt schon wieder angegriffen? Oh, oh, oh. Oh Gott, wo kommen die ganzen Köder her? Ich bleib hängen. Oh, ich bleib hier mal hängen. Oh, das ist nicht gut, das kann nicht gut. Oh, okay. Was hat mich jetzt wie so ein Magnet am Boden festgeklebt? Oh Mann. Och nö, so schnell sollte die Serie aber nicht rumgehen. Och nö. Gerade umgezogen. Ei, verbibsch. Ah, ich hätte die Knie gehen müssen, mich anschleichen sollen. Och nee, das war aber jetzt doof geendet. Ich dachte jetzt aber auch nee. Kann mal, wir werden wohl tatsächlich hingehen und ich werde ein paar Tage vorbereiten und gucken, dass ich mal so wahrscheinlich Joke mal drauf packe. Mit inklusive den Compound Pack hier, wo wir diese ganzen schönen POIs hier bekommen und. Dann gucken wir mal, dass wir da eine vernünftige Season durchziehen. Keine Permanent-Season. Ich will mal wieder was Längeres haben, wo ich mich ein bisschen austoben kann, schön bauen kann und so was. War doch, wo wir was Schönes drauf haben, wo wir hinarbeiten können. Nichts was zu entdecken haben. Wenn ich Junkmod dann eventuell einen anderen overhaul. Ich hatte da einen im Auge, aber den wollte ich eigentlich so für Alpha 21 mehr aufbewahren, wenn die Mods dann aktualisiert sind auf die nächste Alpha. Ja, mal gucken, überlegen wir nochmal. Aber ich denke mal, das war's dann ja erstmal hier. Ja, jetzt haben wir einigermaßen versucht. Ja, das können wir gerade so vertreten, so als Folgenlänge. Das ist immer noch relativ kurz. Aber ja, naja, nun, kann ich auch nichts dafür, dass wir nicht jemanden haben, der vernünftiger spielt. Wenn wir hier so einen Trottel haben, der nach 2 Metern Laufen hier schon von der Horde überrannt wird, kann ich auch nichts dafür. Wollen wir mal gucken, ob wir beim nächsten Mal jemand anders finden, der uns für uns das hier spielen, während wir aufnehmen. Ach, nee. Ja, trotzdem bedanke ich mich fürs Zuschauen.
Und wie gesagt, es geht weiter. Selbe Playlist, nur eine andere Season. Wir machen weiter mit unserer Dizdoza-Serie und mal gucken, was wir da zusammen zaubern können. Ja, aber von meiner Stelle aus war es halt erstmal und sorry, dass das so schnell zu Ende ist mit unserem keine Waffen-Perks benutzen und Schwierigkeitsgrad ständig steigern. Aber ja, nun. Ist meine Wenigkeit, weil willst du da auch großartig anderes erwarten? In dem Sinne sehen wir uns im nächsten Video. Bis dahin, oder rein, gib dir Gas und habt da Spaß und auf traurig wieder Winkel. Tschüss.